Huhu, liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder allein geschaltet habt. Ja, es geht endlich weiter. Ich war schön am Proppen bei Rock im Park und jetzt geht's mit Final Fantasy weiter. So, ja, letztes Mal sind wir aus dem Schwarzmagierdorf zurück nach Condea Pata gelaufen. Ja, Zidane macht schon mal Aufwärmübungen für die neue Folge für euch. Und ja, wir sollen jetzt irgendwie ein Ritual vollziehen oder so. Wir müssen jetzt irgendwie zu einer heiligen Stätte und dann sollen wir zum Hohepriester gehen. Bevor wir mit dem bärtigen, doppelbärtigen Typi sprechen, habe ich ganz vergessen, hier was auszurüsten. Bei Vivi können wir nämlich mal den Schwarzgurt verteilen, damit er Gravitas lernt. So, Gravitas, wo haben wir es? Hier, oh, so 18 Magiepunkte. Rest HP bestimmt Schadensgröße. Ja, das ist so ein. Also die Schadensgröße ist hier relativ. Wir machen also prozentualen Schaden an den Gesamt-HP. Also, wenn der Gegner viel HP hat, viel Schaden, bei wenig Schaden. Also, wir können ihn damit nicht töten. Okay, dann sprechen wir jetzt mal mit dem lustigen Hohepriester. Hey du, bist du zufällig der Hohepriester? Du bist wohl so, mein Sohn, ich bin der Hohepriester. Was treibst du denn hier? Auch ein Hohepriester hat zu seinen Sorgen. Aha, naja, wie auch immer. Interessieren sie dann herzlich wenig, die Sorgen des Hohepriesters? Wir wollen irgendwie zur heiligen Stätte. Die heiligen Schriften besorgen, dass nur die, die das Ritual der Treue befolgt haben, sich die Worte nähern dürfen. Ritual der Treue, okay. Das heißt? Also meines in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Da kommt gleich Lilly reingestürmt. Wenn der Mann und eine Frau den Gegner Götter halten und in die heilige Mund der Ehe treten. Achso. Die müssen wir jetzt heiraten. Ist ja gerade die richtige Person hier dazu getreten. Achso, also eine Art Hochzeit mit Flitterwochen. Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird schon so etwas sein. Sie dann hätte dem jetzt alles erzählen können. Wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Stätte? Lilly, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist ja wohl Wunschdenken von mir aus. Was? Lilly will heiraten? Bitte was? Zu geil, Sinats Reaktion. Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für Orklinge bestimmt, aber... Ja, seid mal nicht so intolerant hier. Multikulti ist jetzt angesagt. In letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Tja, dann müsst ihr halt mal die Steuern reduzieren für verheiratete Paare, vielleicht heiraten dann wieder Männer. Ja. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so soll es sein. Nee, aber so sei es denn. Ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. What the fuck did just happen? Wie war es nochmal im Mittelteil? Ja, Lilly lässt jetzt einfach heiraten. Das haben wir ja doch Fortschritte gemacht, ne? Hätten wir gar nicht so gedacht. Hat die Lilly die ganze Zeit ihre Zuneigung für uns verborgen und geheim gehalten? Oh, geht der Berge und Bäume! Wie kam das hier alles noch gleich zustande? Die Szene ist schon cool. O gütiges Licht der Sonne. Um zu dieser vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, müssen wir dieses Ritual vollendet haben. Und fürs Ritual brauchst du mal Männlein und Weiblein. Die Musik ist auch wieder cool. Moment mal, Lilly? Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiraten. Tja, sie dann kann es nicht fassen. Hat es noch gar nicht realisiert, was hier ihm geschieht. Schönen guten Morgen. Aber sonst können wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich sowas nicht vorher genauer... Es fängt an. Okay. Lilly ist eine Frau der Tat. Nicht lange palavern. Ohne Palaver. Wie sie bei Risen jetzt sagen würden. Was hat sie denn nun vor?
Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist gleich eingeschnappt und stemmt die Arme in die Hüfte. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar kommen wir dann weiter, aber was soll der Frosi dann? Macht ihr keinen Kopf, also gut. Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Ja, das wäre natürlich möglich, ne? Wenn sie dich heiraten will, dann muss sie dich eine Weile ertragen in ihrem Leben. Treue soll ich den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich eben auf der schwarzen Berge so lässig geredet habe. Ja, immer lässig bleiben sie da, ist richtig. Der Himmel möge euch segnen. Lightway. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf über die Braut knuu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 u
wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Warum? Ach so, ihr seid noch nicht verheiratet, verstehe. Wohnt da draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Anscheinend ja doch. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu hierher und klauen unser Essen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Tja, müsst ihr euch mal nicht so komische Hosen anziehen, womit ihr da so komisch lauft, sondern ein paar, keine Ahnung, Jogginghosen oder so. Vivi, Quina! Und, habt ihr Trauung hinter euch? Ja, es war sehr bewegend und ich hatte Tränen in den Augen. So rührend war das. Ja, Vivi weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Da wagt ich wirklich jemand vor meiner Nase Essen zu klauen. Warum? Das gibt Ärger mit Quina. Gut, dann können wir ja wieder weiter. Naja, eine schöne Doppelhochzeit. So, jetzt gehen wir diese gewaltige Wurzel nach unten. Aber bevor wir in den nächsten Bildschirm gehen, wollen wir noch was anderes machen. Und zwar wird Quina bald die Party verlassen. Deswegen nehmen wir ihm jetzt mal sein Equipment weg. Vor allem natürlich die Hermesstiefel, weil wir die nur einmal haben. So, und los geht's. In den nächsten Bildschirm. Und da hängt sie. Hm? Hat sich selber ein Schnippchen geschlagen. Nanu? Und das ist der Condea-Pater-Bergweg. Kupopo! Schnell, Mogu, wir müssen schnell weg, sonst schnappen sie uns noch. Kleines Mädchen. Kupo! Was hast du, Mogu? Kupo! Und halt ab. Warte, wo willst du denn hin, Mogu? So, da hänge ich nun. Selbst Mogu hat mich verlassen und jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Mogu, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim, hörst du? Oder schön mir schon die Sinne. Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Ja, wie jetzt? Ja, man sieht es nicht sehr gut hier in dem Bildschirm, aber ihr seht so einen kleinen gelben Pixel auf Lilly, auf dem Kopf von dem kleinen Mädchen da. Zwischen ihren blauen Haaren steht vorne so ein winziger gelber Stachel raus. Und das ist ein Horn. Okay. Und der da hat sogar einen Schwanz. Tja. Er hat einen Horn, der andere hat einen Schwanz. Haben wir alle unsere Special Features hier. Vivi hat gelbe Augen. Nur Lilly ist ganz normal. Und Quina, ja, lassen wir das. Hey! Hm? Hm? Ah, Hilfe! Nein, bitte, bitte friss mich nicht. Ich schmecke auch überhaupt nicht. Ja, zum Thema Fressen, dann hast du eigentlich nur vor einem hier Angst zu haben. Hörst du, ich schmecke ganz furchtbar, glaub mir. Quina, sie sagt, sie schmeckt nicht. Hm, hab ich hier irgendeinen Dialog übersprungen gerade oder so? Schmeckt nicht, das ist schade. Rumpf. Anscheinend habe ich irgendeinen Dialog zu schnell weggeklickt gerade. Sorry. Aber der Monkey-Freund ist schon in so einer Farbe, habe ich noch nie einen gesehen. Brumm. Na dann fresse ich halt den. Brumm. Nein, nein, das geht auch nicht. Ja, wieder mal das kleine Mädchen ja fressen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Quina wiegt. Hab dich. Voll die Arschbombe gemacht, Quina. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bist du auch nicht verletzt? Ich sag doch, ich sei in Ordnung. Täusch dich bloß nicht. Ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knips da. Der Knipsi. Aber, Dita und ich, wir schauen doch ungefähr gleich aus, oder, Sita, Lilly? Kann man dir schnell schlecht sagen, Lilly. Von der Größe her passt es auf jeden Fall. So eine Unverschämtheit! Und wer soll überhaupt die da sein? Ich habe auch einen Namen. Tja, und wie dieses kleine Mädchen hier heißt
und was es mit der auf sich hat und wo Quina jetzt hin ist und was wir hier noch finden auf dem Condea Pater Bergfahrt, das sehen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy 9. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.